Wir haben versucht, die Demokratie stärker zu machen. Die Demokratie muss gelebt werden. Und das ist eine Aufgabe, der ein wichtiger Pfeiler liberaler Politik auch heute, den Menschen deutlich zu machen, dass das Grundgesetz eine ganz verletzbare Sache ist, die man bewahren muss, indem man wirklich die Grundrechte verteidigt. Diese ganzen Freiheiten zu verteidigen in einer wachsenden Stimmung der Illiberalität in Deutschland und auch in Europa ist eine wichtige Aufgabe für die Freien Demokraten für die Zukunft. Der Kampf für die individuelle Freiheit, für die Privatheit, für die Rechte des Einzelnen, das findet man nur in dieser Partei. Große Tradition, großartige Partei und der Kampf geht weiter. Deswegen ist das eine Partei, die einen auch stolz machen kann. Wenn es die FDP nicht gäbe, müsste man sie gerade in diesen Zeiten ja wirklich gründen, wo unsere Liberalität in der Gesellschaft in Frage gestellt wird, ganz offen, und der Einzelne klein gemacht wird, zum Teil durch entfesselte Märkte, durch eine Währungspolitik, die nur noch in Milliarden denkt, Bürokratismus, und naja, eine Kraft braucht es dringender denn je, die sich für die Rechte des Einzelnen einsetzt. Nochmal klar zu machen, wie wichtig wir nicht nur in diesem Land sind, sondern in der ganzen Bundesrepublik. Ja, ich glaube, das ist heute auch nochmal deutlich geworden, dass die Freien Demokraten mitgeholfen haben, nach dem Krieg überhaupt das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft durchzusetzen, was ja in der CDU und bei SPD sowieso umstritten war. Wir sind für die Marktwirtschaft, für die soziale Marktwirtschaft mit Ludwig Erhard gemeinsam eingetreten. Wir haben das Land mit aufgebaut, wir haben die FDP als junge Leute verändert, haben sie zur Reformpartei entwickelt. Ich habe nichts von dem verstehen können, was der Baum gesagt hat, aber ich stimme eben in allen Punkten zu. Es ist ein bisschen digitaler geworden heutzutage, ansonsten hat man sich früher auch schon gestritten und konnte danach ein Bierchen miteinander trinken. Also ich glaube, an ganz wesentlichen Stellen hat die FDP dieses Land geprägt. Man könnte ja stundenlang über die Liberalen reden. Wir haben ja eine sehr wechselvolle Geschichte hinter uns. Aber eben immer in der Vorstellung, dem Einzelnen die möglichst große Chance zu geben, sich nach seinen eigenen Vorstellungen verwirklichen zu können, seinen eigenen Weg zum Glück zu suchen. Ich bin seitdem ich wählen darf, Wähler der FDP und seit 10 Jahren Mitglied. Guido hat mich damals dazu gebracht und ich muss sagen, ihr macht eine super Arbeit und weiter so. Aber wir sind immer wieder stark daraus hervorgegangen und das gibt mir Mut und Hoffnung für die nächsten Jahre, weil die FDP, wie Otto Graf Lambsdorff immer gesagt hat, nichts für schwache Nerven ist. Gerade als Jungliberaler guckt man da natürlich auch immer in die Zukunft. Ich glaube, dass Deutschland deshalb gegenwärtig weniger stark wächst, als es eigentlich könnte, weil wir zu viele bürokratische Fesseln haben, zu viele Subventionen haben, zu wenig investieren, auch öffentliche Investitionen haben. Und da sollten wir den Hebel umlegen, wieder zu mehr sozialer Marktwirtschaft in der Tradition von Ludwig Erhard. Ich glaube, klarer Schwerpunkt auf Bildung, weil die Investition in die Köpfe der Menschen ist das Beste, was wir in diesem Land tun können. Ja, wir haben ja bei den Hochschulen schon angefangen in Nordrhein-Westfalen. Wir haben gesehen, dass das den Hochschulen gut getan hat. Wir haben vor allen Dingen gesehen, dass die Rektoren diese Freiheit sehr verantwortlich auch ausgefüllt haben, womit nicht alle gerechnet haben, dass sie das so toll hingekriegt haben. Und die Rektoren haben sie auch nicht mehr zurückgegeben, obwohl die rot-grüne Regierung ihnen die Freiheit wieder wegnehmen wollte. Sie haben sie verteidigt. Und das spricht genau dafür, dass wir da richtig liegen. Und wenn wir jetzt davon lernend auch den Schulen mehr Autonomie geben, weil die viel besser wissen, was für die Kinder gut ist, als eine entfernte Bürokratie, glaube ich, können wir Nordrhein-Westfalen noch mal einen weiteren Schritt nach vorne bringen. Also die soziale Verantwortung darf nicht zu kurz kommen. Wir werden gebraucht und ich freue mich, hier heute dabei zu sein und ja, bin stolz, eine Liberale zu sein. Was mir heute sehr deutlich geworden ist, dass die FDP eine Partei ist, die aus Leidenschaft besteht und für ihre Überzeugung kämpft und eintritt und das in jeder Situation. Ich kann nur sagen, für die Liberalen weiter so, wie wichtig es ist, dass wir hier nicht nur stark bleiben, sondern darüber hinaus NRW auch der Türöffner für den Bundestag sein wird. Vielen Dank, Christian Lindner, und bis zum nächsten Mal im Auto. Gerne, bis zum nächsten Mal im Auto. Tschüss. Also eine liberale Partei ist notwendiger denn je.